Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Daytrading und Swing Trading? Mehr dazu im heutigen Video. Und herzlich willkommen hier auf kagelstrading.de. Mein Name ist Philipp und ich möchte mit dir heute über die Thematik Daytrading und Swing Trading sprechen. Was ist das? Wie handelt man das? Und wie geht man damit um? Ja, was sind vielleicht sogar Vor- und Nachteile? Dieses Video ist eingeteilt in zuallererst mal in der Erklärungsphase von Daytrading und Swing Trading. Wenn wir die Erklärungsphase abgeschlossen haben, dann möchte ich darüber sprechen, wo Vor- und Nachteile des einzelnen Tradings liegen. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal darüber mit dir sprechen, wie du das Ganze zu sehen hast und ob das Ganze für dich auch wichtig ist. Beginnen wir mit dem Daytrading. Das Daytrading ist eigentlich eines der bekanntesten, ja, Trading-Stile, Trading-Arten, die man, ja, findet, wenn man sich auf Google begibt oder auf YouTube begibt. Aber was ist das eigentlich? Ja, was ist Daytrading eigentlich? An sich ist das gar nicht so komplex, wie es sich anhört. Daytrading ist vom Prinzip her eigentlich nur eine Einordnung deines Trading-Timeframes. Das, was du pro Trade an Zeit hast, wie lange letztendlich dein Trade läuft. Das sagt aus, ob du ein Daytrader bist oder ein Swingtrader bist. Vom Prinzip her ist das nur eine Einordnung in, ja, einen zeitlichen Intervall. Daytrading ist der Handel innerhalb eines Tages. Also es werden keine Positionen in den nächsten Handelstag gehalten. Das ist auch die wichtigste Eigenschaft an Daytrading, dass Positionen nicht über Nacht gehalten werden. Ob das gut oder schlecht ist, erfährst du später in Vor- und Nachteilen. Wie sieht sowas nun aus? Wenn wir also uns hier jetzt den Euro-US-Dollar im Hintergrund ansehen, dann ist die aktuelle 4-Stunden-Chart orientiert. Das heißt, jede Candlestick oder jede Kerze, die hier abgebildet ist, hat 4 Stunden Ablaufdauer. Wenn du genau hinsiehst, dann siehst du hier auf TradingView diese Plattform, die ich hier für alle meine Lernvideos nutze. Link dazu ist übrigens in der Beschreibung. Eine super gute Plattform. Etwas, was ich dir nur absolut empfehlen kann. Es ist kostenlos. Hin und wieder poppt ein bisschen Werbung auf. Aber für das, was diese Plattform bietet, ist das absolut top in Ordnung. Du siehst hier an TradingView die Ablaufdauer der aktuellen Kerze. Das heißt, wie lange du noch hast, um diese Kerze zu analysieren. In 4-Stunden-Chart würde das jetzt relativ wenig Sinn machen zu Daytraden. Warum? Denn die Information, die wir haben, ist gestaffelt auf 6 Kerzen pro Tag. Das heißt, ich habe nur ein Feld von circa dieser Bandbreite. Das heißt, auf ein paar wenige Kerzen müsste ich nun meine Analyse schließen, ja, also auf 6 unterschiedliche Kerzen. Das ist zu wenig, um innerhalb eines Tages Einstiege zu finden und Positionen zu eröffnen. Also was machen? Logisch, wir schalten Timeframe-mäßig herunter. Und zwar ist die optimale Zeit für ein Daytrading irgendwas zwischen M15, also 15 Minuten pro Candlestick oder eine Stunde pro Candlestick. Hier gibt es wieder Unterschiede. Nicht jeder Daytrader handelt gleich. Nicht jeder Daytrader hat die gleiche Strategie. Und nicht jeder Daytrader handelt das gleiche Produkt. Das sind nun drei unterschiedliche Aspekte, die du unbedingt beachten solltest und die du auch in deine Strategie, in dein Money Management, aber auch, und das ist sehr, sehr wichtig und das möchte ich auch immer, dass du das verstehst, in dein Mindset mit einfließen lässt, ja, in deine Einstellung zum Trading. Beim Daytrading ist es so, dass wir Positionen eröffnen innerhalb eines Tages. Das heißt für mich schon mal, dass das Volumen, das wir handeln, also diese Bewegung während dieser Tageskerze, etwas kleiner ist, als wenn wir uns zum Beispiel den Daily Chart oder sogar den Wochenchart ansehen. Und das ist oft ein Trugschluss, den viele Anfänger leider unterliegen, und zwar wenn sie jetzt vom Stundenchart wie hier in den 4-Stunden-Chart umschalten, dass sich eben diese Preisdarstellung hier neben mir verändert von der Skala. Das wird zusammengestaucht. Wir haben nun mehr Volumen in einer Kerze.
Daytrading heißt nun, dass ich mir Positionen suche innerhalb eines Tages. Ob das nun gut oder schlecht ist, das möchte ich mir nicht herausnehmen, aber ich möchte dir auf alle Fälle im späteren Verlauf dieses Videos Vor- und Nachteile aufzeigen. Der nächste Part, den wir uns nur ansehen, ist das Swing Trading. Der Unterschied zwischen Daytrading und Swing Trading ist eigentlich nur der Timeframe. Beim Swing Trading werden Positionen auch durchaus mal über mehrere Tage gehalten. Das heißt auch, es kommt eine zusätzliche Gebühr dazu, die sogenannte Swap-Gebühr, also eine Gebühr für das Halten über Nacht. Das ist eine Gebühr, die dir dein Broker vorgibt. Du solltest dir hier auf alle Fälle, bevor du das Trading beginnst, Gedanken machen, was zu deinem Trading passt. Ob du mehrfach am Tag Zeit hast, das Ganze zu analysieren, den Kurs zu analysieren, oder ob du nur wenig Zeit hast dazu. Ja? Hier würde ich dir auf alle Fälle mein Video empfehlen zum Bereich Trading als Nebenjob. Link findest du hier oben. Draufklicken, ansehen und das Ganze ein bisschen besser einorientieren, lernen damit. Und du solltest daraus auch Rückschlüsse ziehen können, wie das Trading bei dir so in deinen Alltag hineinpasst. Wenn du das gelernt hast, dann kannst du wahrscheinlich schon mal die erste Differenzierung zwischen Daytrading und Swing Trading erreichen. Ja? Daytrading ist eher etwas kürzer, du hast hier mehrere Signale pro Tag, ja, mehrere Einstiege pro Tag. Im Swing Trading jedoch ist es so, dass wir einen Timeframe hinaufschalten. Ja? Also es macht mehr Sinn, im Daily und 4 Stunden oder vielleicht sogar Wochenchart zu analysieren, um hier Einstiege zu finden, da wir auch Positionen über mehrere Tage, vielleicht sogar über ein, zwei Wochen halten. Ja? Und das ist der grundlegende Unterschied. Im Daytrading halten wir Positionen nur innerhalb eines Tages, nicht zum nächsten Tag, um zum einen mal die Swap-Gebühr zu sparen, also diese Gebühr, die wir pro Nacht haben. Und zum anderen Mal, das werde ich dir später noch erklären, um gewisse Risiken zu vermeiden. In Swing Trading gehen wir auf mehr Volumen. Das ist logisch, denn wir haben einen höheren Timeframe, mehr Zeit für die Bewegung und dadurch dauert das Ganze auch länger. Im Swing Trading halten wir Positionen über mehrere Tage, vielleicht sogar mal Wochen. Kommen wir im nächsten Teil zu Vor- und Nachteil. Zuallererst solltest du wissen, dass es für keine dieser Bereiche eine pauschale Lösung gibt. Es ist nicht erwiesen, ob jetzt Daytrading erfolgreicher ist oder Swing Trading oder sogar Scalp Trading. Das heißt, es ist primär mal absolut davon ausschlaggebend, wie du damit klarkommst. Und das sollte auch für dich der größte Aspekt sein. Wie passt das Trading in deinen Alltag? Fast jeder unserer Trader, der ausgebildet werden möchte, macht Trading erstmal als Nebenjob, als Hobby nebenbei. Und hier ist es einfach so, dass man einfach Phasen in seinem Alltag finden muss, wo das reinpasst. Wie viel Zeit wende ich dafür auf? Wie viel Disziplin habe ich? Wie stark kann ich mich auch darauf konzentrieren? Das ist schon mal das Nächste, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du das herauskristallisiert hast, ja, was für dich wichtig ist, wie viel Zeit du hast, dann kannst du schon mal rückschließen, welche Trading-Art für dich richtig ist. Hier solltest du auch wissen, dass es natürlich Übergänge gibt. Nicht immer hält ein Daytrader nur innerhalb eines Tages oder nicht immer hält ein Swingtrader über mehrere Wochen. Durchaus können einfach Trades innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, zum Beispiel bei einem Swingtrader. Oder es ist so, dass ein Daytrader Positionen durchaus mal über ein, zwei Tage hält, weil dieser Trade ebenso wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt, diese Grenze ist nicht eindeutig gegeben und es kann durchaus mal sein, dass man eben hier mal so ein bisschen von diesem anderen Trader-Verhalten profitieren kann. Kommen wir nun endlich zu den Vor- und Nachteilen. Vorteil des Daytrading ist, dass ihr am Tag mehrere Signale bekommt. Man versucht innerhalb eines Tages einzusteigen und dadurch wird auch in einem kleinen Timeframe analysiert. Somit ist es so, dass du innerhalb eines Tages öfter Signale bekommst. Und die Signale findest du natürlich hier oben oder in der Videobeschreibung. Hier ist es so, dass du im Durchschnitt so 3 Signale bekommst. Ja, ist natürlich abhängig davon, was du für ein Produkt wählst, Forex, CFDs oder den DAX, je nachdem davon ist das abhängig, wie viele Signale du pro Tag bekommst.
Für dich sollte hier relevant sein, dass du natürlich auch somit in der Lage sein musst, diese Signale aufzunehmen und umzusetzen, ja, vor allem am besten per PC oder per Smartphone und auf das Ganze reagieren kannst. Du musst also desto öfter am Tag dazu bereit sein, eine Position zu öffnen, ja, oder die Gelegenheit dazu haben, eine Position zu öffnen. Ist das nicht der Fall, dann ist das für dich schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung für das Day Trading und du solltest eher in Richtung Swing Trading wechseln. Signale findest du hier oben, alles wieder für 1 Euro testbar. Beim Swing Trading ist es so, dass Positionen oft über mehrere Tage gehalten werden und somit auch die Grenzen deines Trades, also Stop Loss und Take Profit, etwas weiter von deinem Einstieg wegliegen und du somit einfach länger Zeit hast, darauf zu reagieren und das Ganze einfach länger dauert, um sich zu entwickeln. Es eignet sich vor allem dann, wenn du in deinem Alltag relativ wenig Zeit hast, um kontinuierlich auf dein Smartphone zu gucken oder an deinen Rechner. Ein weiterer Nachteil beim Swing Trading ist jedoch, dass Positionen über Nacht gehalten werden und du somit eine zusätzliche Gebühr hast, die einfach ja letztendlich noch zusätzlich überwinden werden muss, um Gewinne zu erwirtschaften. Kommen wir nochmal zu den Vorteilen des Swing Tradings. Durch das, dass das Ganze etwas langsamer ist, eignet sich das Ganze auch sehr, sehr gut für jemanden, der wenig Zeit hat, der auch gerne mal etwas gemütlicher im Trading unterwegs ist und der auch Probleme hat, damit sich zu disziplinieren vor dem Rechner. Ja, ich meine damit, dass jemand, der ständig und immer jeden Quatsch handelt, den er findet, dem würde ich raten, das Ganze ein bisschen zurückzuschalten vom Timeframe, höher zu gehen. Es entstehen somit automatisch weniger Gelegenheiten und man wird automatisch ein bisschen ruhiger und cooler in seinem Trading. Abschließend möchte ich dir noch meine Meinung zum Day und Swing Trading geben. Ich möchte dir auch meine eigene Orientierung geben, wo ich mich aktuell befinde und wie das Ganze aussieht. Ich tatsächlich mache mir relativ wenig Gedanken darüber, ob ich nun ein Daytrader oder ob ich nun ein Swingtrader bin. Denn ich bin der Meinung, dass das in deiner Entwicklung automatisch passiert, dass du irgendwann feststellst, dass du Signale hast oder Trades hast, die relativ kurz abgeschlossen sein werden. Du hast aber auch Signale, die brauchen, um sich zu entwickeln. Mit der Erfahrung wirst du feststellen, dass du nicht nur ein Typus bist, sondern hin und her schalten kannst zwischen eben diesen beiden Varianten. Wichtig ist das vor allem dann, wenn du beruflich sehr gebunden bist. Das heißt, wenn du einfach einen Job hast, wo du nicht immer auf deinen Rechner gucken kannst, dann würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, eher in Richtung Swing Trading zu gehen. Wenn du die Gelegenheit hast, dass du zum Beispiel auch mal eine Benachrichtigung auf dein Handy schnell in einen Trade umsetzt, dann teste ruhig mal unser Day Trading. Signale findest du, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Für mich persönlich ist wichtig, dass du auch lernst, dass das Ganze nicht immer nur eins sein muss. Nicht jeder Daytrader ist nur Daytrader, nicht jeder Swingtrader ist nur Swingtrader. Das sind einfach zwei Grenzen mit sehr harter Linie, aber dazwischen wird gerne mal hin und her gewechselt. Als Empfehlung möchte ich dir aussprechen, wenn du jemand bist, der eher etwas dazu neigt, Blödsinn am Chart zu machen, jemand, der etwas Quatsch fabriziert und viel zu viel tradet, dass du hier mehr in Richtung Swing Trading tendierst. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und es obliegt natürlich dir selbst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Teste unsere Signale. Du findest unsere Swing Signale hier oder du findest natürlich auch unsere Signale in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Mach's gut, dein Philipp von kagelstrading.de.